Hallo Leute, herzlich willkommen auf Internationalen Gaming und heute spielen wir wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde Euro Truck Simulator 2. Und heute fahren wir mal ein bisschen Holzbalken nach Osnabrück von dort. Let's go. Auftrag nehmen wir natürlich an und dann fahren wir auch gleich los, damit wir pünktlich ankommen. Genau. So. Perfekt. Auf geht's. Ja, auf geht's, genau. So. Den Motor schon angemacht? Der Motorsound hört. So. Fahren wir mal mit Scania hier heute. So. Let's go. Moin, moin, moin. Ruft sich da. Sollte machbar sein. Mal gucken. So, wir sind jetzt in Dortmund. Wir waren sogar gerade gar nicht in Dortmund. Alles klar. Ich fahre ein bisschen zu schnell. Ja, ich biege ja schon rechts ab. Machen Sie sich keinen Stress. Navigationssystem. Bisschen meinen Sitz ja weiter nach hinten machen, damit ich was sehe. Biege nach rechts ab. So. Demnächst rechts abbiegen. Okay, machen wir. Biege nach rechts ab. Ah, die Ampel ist rot, ich kann noch nicht abbiegen. So. Din, 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 din. So. Das geil wäre, wenn hier noch so Fußgänger wären. Kannst du so richtig, oder musst du sogar so halten dann. So. Dann fahren wir hier mal über die Rompel. So. Oh, wir fahren hier 80. Ah, ne, dürfen wir sogar. Ist sogar erlaubt. Ja, jetzt war ich doch zu schnell als 80, aber egal. Schaffe ich schon. Muss nur ordentlich. Aber ich freue mich schon, wenn ich meinen eigenen Führerschein machen kann. Autoführerschein will ich ja machen, wenn es nicht halb. Ja, mal gucken, ob das klappt. Ja? Das ist ja die blöde Ampel. Oh, da ist sie wieder drüben. Weg. Dann. Im Weg stehen. Blödsinn. Links halten und dann links abbiegen. Ja, ja, ich hatte doch schon. Der Baum, das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Links ab. So, kann ich wenigstens was essen. Ja, Leute, ich kam gerade von der Arbeit. Samstags arbeite ich ja immer. Ja, für euch ist es dann Sonntag, aber ja. Hm. Hab mir so einen Toast gemacht. Und das esse ich jetzt erstmal. Da. Einmal nach links. Ruft die da. Aha. Kommen wir schon auf ein neues Lenkrad? Das kommt so circa in 3 Monaten. Beziehungsweise dann sind es nur noch 2 Monate. In einem Tag sind es nur noch 2 Monate. Und dann hole ich mir ein neues Lenkrad mit 900 Grad Drehung, glaube ich sogar. Weil das, was ich jetzt habe, Leute, ist halt nur 180. Bei euch sieht es so aus, als würde man das Lenkrad mehr drehen, aber ich drehe das halt nur 180. Das ist halt einfach unrealistisch. Und was ich dann dazu habe, ist noch Schaltung. Kann dann auch schalten. Endlich. Ist nur die Frage, ob ich mich dann ob ich mich da verschalte oder nicht. Also es hat halt 12 Gänge. Das ist so ein bisschen das Problem, weil ich nicht weiß, wie das mit 12 Gängen funktionieren soll, weil ich halt nur 6 einstellen. Mal gucken. Mal gucken.
irgendeine Straße ist da rechts gesperrt. Rausfahrt meine ich. Erstmal wieder was essen hier. Komm. So. Ey, man kann doch hier rechts rein. Was wollen die? Egal. Und noch einen schönen Kakao, den kriege ich auch immer. Wow. Unfall. Boah. Das ist die A1, wo wir sind, ne? Naja, das müsste die A1 sein. Da steht nämlich auch 1 auf dem Google-Dienst. Aber Junge, warum schaukelt ich denn nicht so? Da ist eine Baustelle, ich fahr trotzdem weiter. Ich kann nicht mitten hier im Weg stehen. Komm ich hier durch? Ja, da rechts. So. Nee, warte, ich glaube, ich komme da doch nicht durch. Probier's kurz. Ah, doch, komm ich. Ja. Ich hänge fest. Kommt man durch. Ein bisschen mit Schaden, aber das funktioniert. Da wird mir nichts abgezogen. So. Weiter geht's. Ich bin komplett alleine auf der Autobahn. So. Die Straße wurde extra abgesperrt für mich. Habt ihr ja gerade gesehen, ich durfte vorbei. Wir haben sogar einen Helikopter, der filmt das Ganze hier. Ja. Die Geschichte ist wirklich wahr. Rechts halten, dann ausfahrt rechts. So. Nimm die Ausfahrt rechts. Die Ausfahrt hier mal. Biege nach rechts ab. So. Und ich hoffe mal, dass die Bremsen und Gashebel nicht quietschen. So wie bei mir jetzt. Es ist rot. Lass mal wieder grün werden. Ah, danke. Es ist grün geworden. Yay. Demnächst rechts abbiegen. Naja, ich biege ab. Biege nach rechts ab. So. Da. Demnächst links abbiegen. Naja, ich biege doch schon links ab. So. Biege nach links ab. Das ist Navi, ne? Sie sind am Ziel angekommen und Ihre Streckenführung ist damit abgeschlossen. Schön, dass sie damit abgeschlossen ist. Ausgezeichnet steht da. Guck, grün und grün. Boah, ich freue mich schon auf Level 12. Da kann ich auf meinem LKW endlich die Runde umleuchten. Doch mal. Also ich die ganze Zeit. Können wir mal kurz ja auch in meine E-Mails gucken. Rundeüberziehung ausgeglichen. Ja, bla bla bla. Das will keiner wissen. Okay. Gesamt 500.000, 8.676 Euro tue ich jeden Tag hier für die beiden Dinger da zahlen. Ist aber im Prinzip gar nicht so schlimm, ne? Wäre auf jeden Fall möglich. Was ich mich frage ist, wenn man jetzt 68.000 hätte, könnte man das dann direkt zurückzahlen? Das wäre nämlich nice. Ungenutzter Kreditrahmen 40.000. Also ich könnte jetzt noch einen Kredit
für 40, also 40.000 könnt ihr jetzt noch machen. Dann geht nichts mehr. Wahrscheinlich dann erst, wenn hier Datei abgezahlt ist. Aber ich brauche jetzt eh keinen Kredit. Wofür? Ich habe mir ja erst einen neuen LKW gekauft, ne? Naja, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut auf meinen Discord-Server vorbei, der ist unten in der Videoschau verlinkt. Würde mich freuen, wenn ihr dort die 300 Member voll macht. Ja. Guckt mal bei meinen Kanal-Info, bei meinen Zielen. Dort seht ihr auch weiteres. Da könnt ihr das auch erfüllen. ja. Schaut einfach mal in der Videobeschreibung dort. Discord-Server verlinkt. Und auch meine Musikbots. Ladet die auch gerne auf euren Discord-Server ein, würde mich auch sehr freuen. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Das würde mich auch freuen. Und jetzt habt einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute, euer Sando. Ciao, ciao.